Willkommen aus Taipei. Hier ist Radio Taiwan International mit Made in Taiwan. Wie ein Deutscher Mäuse so richtig stylisch macht. Das jetzt. Viele Computerunternehmen haben ihren Sitz in Taiwan. Die Konkurrenz ist aber mittlerweile so groß, dass man sich Ideen einfallen lassen muss, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Eine Lösung, das ist gutes Design. Und dabei hilft ein Deutscher. Wir haben den Deutschen besucht, hier in Taipei. Georg Tottenbier strahlt, wenn er in seinem Buch blättert. Darin hat er zusammengefasst, was er all die Jahre in Taipei schon alles designt hat. Vor allem gestaltet er Hardware für Computer, wie MP3-Player oder diese Computergehäuse oder Mäuse, die es auf der ganzen Welt zu kaufen gibt. Schon seit 2002 arbeitet er in der taiwanischen Hauptstadt, über 12 Jahre schon. Das hat einen Grund, denn in Taiwan ist die Auftragslage gut für Designer. Wir wissen gar nicht, was in den nächsten 2 Wochen an Aufträgen reinkommt und mit welchen neuen Technologien wir dann zu tun haben und was für Produkte wir designen werden. Und das dann speziell hier in Taiwan macht es dann auch wirklich sehr interessant und motiviert mich auch, jeden Morgen aufzustehen und ins Büro zu kommen. Er leitet ein Team aus jungen Taiwanern in einer europäischen Firma. Und daran arbeiten sie gerade, an einer neuen Maus für Computerspieler, hier noch ein Prototyp. Innovative Details sind wichtig, damit sich die Maus später mal gut verkauft. Zum Beispiel, aus welchem Material sie gebaut werden soll. Darüber diskutiert das Team hier gerade und das ziemlich engagiert. Taiwaner sind wesentlich unkritischer als wir Deutschen. Und dadurch auch sehr positiv allem Neuen gegenüber. Und das macht das Arbeiten hier besonders erquicklich, würde ich sagen. Der Deutsche und die Taiwaner, das passt eben gut zusammen. Und seine andere Heimat Wuppertal, die Schwebebahn und besonders seine Familie vermisst er schon, kann sich aber gerade hier am anderen Ende der Welt gut ablenken, auch außerhalb des Jobs. Ich bin also in einer Viertelstunde mitten im Wald und Wald heißt dann nicht deutscher Wald mit Eichen, sondern richtig Dschungel mit Schlangen und Monsterspinnen. Und das macht es hier in Taipei besonders lebenswert. Eine Stadt, die ihn auch deshalb immer wieder inspiriert für neue Ideen. Taipei macht ihn kreativ. Ein ausführliches Radiointerview mit Georg Tottenbier gibt es natürlich auch im Internet auf unserer Seite. Reinklicken lohnt sich. Und das war's schon wieder für heute. Machen Sie es gut. Tschüss.